4 Likes. 4. 4. 3. Nein, 4. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 7. Teil Stranded Deep. Juhu. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum 7. Teil Stranded Deep. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr hattet oder habt eine schöne Woche. Und nochmal vielen Dank für eure positive Bewertung unter meinen Stranded Deep Folgen. Das zeigt mir auf jeden Fall, dass ihr mehr wollt. Jetzt aber have fun! Ausrufezeichen, Punkt, Komma, A, Hu, Ha, Pif, Paf, Hui, Pa, tschüss! Ja, beim letzten Mal haben wir ja relativ viel erreicht. Und ja, ich würde sagen. Danke fürs Unterbrechen. Ja, wir haben 4 Tage überlebt und wir sind schon Part 7. So läuft das hier. Ja, wir haben das letzte Mal viel erlebt und ich habe auch viel rausgekartet, ich sag's ganz ehrlich. Deswegen haben wir hier auf einmal ein Yucca-Beet bei uns. Und wir haben hier die mit dem Wasserdestillierer, das ist ganz klar. Der auch. Okay. Ich habe nichts gesagt. Und ja, wir sind fast am Arsch, denn wir haben noch 2 Lebensbalken. Hunger haben wir, Durst haben wir. Und ja, wir sind quasi tot. Als Maul. Aber. Naja. Und ja, ich weiß es nicht, es regnet auch. Und ja, viel mehr habe ich dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Bis auf hier ist unsere leere Kokosflasche. Und ja. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was wir wirklich brauchen. Ich glaube, wir brauchen hier Wasser für unser Beet. Damit das richtig wachsen kann. Deswegen müssen wir jetzt erstmal das hier befüllen. Genau. Zack. Na. Ich bin doch selten dämlich, ey. Super. Genau, dann müssen wir das erstmal befüllen. Ich bin gerade nach dem Überlegen, ob wir nochmal rüber radeln sollen. Das ist jetzt auch wieder ein Weilchen her, wo ich hier gespielt habe. Keine Ahnung mehr, was unser Ziel war. Also Boot bauen, aber. Ja, gut, ne? Ich glaube, das Ziel ist, können wir uns. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Ja, haben wir unsere Yucca-Pflanze, die ist eigentlich ziemlich wichtig. Und da müssen wir nachher gucken, dass wir noch eine noch ein Beet bauen können. Damit wir dann genug Yucca haben. So, wie schaut sie aus? Nee, okay. Würde ich sagen, dann gehen wir nochmal. Warte mal. Dann gehen wir nochmal eine Palme. Hier haben wir noch eine Palme. Bring mich nicht auf die Palme, Palme. Genau. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Ist Stoff. Huch. Genau, jetzt haben wir hier nochmal Wasser. Dann können wir das hier reinleeren. Genau. Ich weiß aber gar nicht, wie viel Wasser das wir hier wirklich brauchen. Wäre noch interessant zu wissen. Ja. Ich hoffe natürlich, dass euch das Projekt noch gefällt. Also von den Likes her anscheinend ist es das geilste Format, das ich auf YouTube je gesehen habe. Hier geht ja sowas von ab, ey. Nach 3 Tagen schon 4 Likes oder 2 Tagen sogar. Ich weiß auch nicht, was in euch Sprachen lernen. Was in euch gefahren ist, dass ihr so viel so abgeht bei mir. Obwohl ich jetzt doch einen Monat sicher kein Video mehr hochgeladen habe. Da muss ich mich natürlich bedanken, ne? So, wie wäre es, wenn der Wasserdestillierer mal was machen würde? Naja, gut, das mit dem wenig Schneiden, das habe ich das letzte Mal irgendwie auch nicht so wirklich eingehalten. Aber naja. Ich würde sagen, wir gehen aber nachher noch auf eine andere Insel. Warte mal, da hinten hat es noch ein Boot. Aber die Insel da, die sieht noch relativ nah aus. Ich habe zwar nur Schiss, dass da wieder irgendein riesigen Krebs auf mich wartet. Gut, wir wissen ja rein theoretisch, was auf uns zukommt. Das ist schon mal gut.
Gut, wir brauchen jetzt noch zwei Wasser. Und, ach komm. So, können wir einen zweiten Destillierer bauen? Praktisch wäre es irgendwie schon noch. Wasserdestillierer. Da brauchen wir eine Schnur. Gut, dann hat es sich erledigt. Aber echt schiss, dass da noch ein anderer Typ kommt. Naja, gut. Ich würde sagen, wir radeln mal kurz rüber. Ein bisschen Fleisch bräuchten wir auch noch. Haben wir hier noch Krabben oder so? Da haben wir ja Krabben. Perfekt. Tschüss. Tschüss. Danke. Danke. Nein, 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 nein. Vergiss es. Danke. Gut, heute wollte ich sie eigentlich noch nicht im Wasser, aber naja. Oh, it's disgusting. Genau. Da müssen wir kurz Taschenlampe brauchen wir nicht. Die Hölzer brauchen wir auch nicht. Und die anziehende Hölzer brauchen wir. Das machen wir auch mal kurz an. Bye, 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 bye. Zwischenzeit habe ich auch eine neue Maus und ein Mauspad. Das heißt, es ist alles einfach, glaube ich zumindest. Also wir haben noch zwei weitere Krabben. Gut, hier haben wir wieder einmal Wasser. Das trinken wir jetzt erstmal. Gut, Getränke, genau. Getrinken haben wir jetzt wieder genug. La 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 la. Okay. Wir finden ja auf einmal so viele Krabben. Gut, unsere nächste Reise. Oh, wo geht die hin? Jetzt fast gesagt da. Das sieht irgendwie schöner aus. Und jetzt warten wir noch kurz auf die zwei Wasser und dann gehen wir da drüben hin. Da unten ist auch noch irgendwas, da plätschert was, aber dann müssen wir da mal gucken. Komm, mach schneller. Genau, was wir nämlich jetzt brauchen, sind auf jeden Fall, warte mal, lass mal kurz angucken mit euch. Wir brauchen auf jeden Fall Seile. Weil wir haben ja 2, 4, 6 Reifen oder mittlerweile nur noch 5. Ich bin ein kleiner Reifen und ich roll davon, damit mich der Modellbauer nicht mehr finden kann. La 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 und sein Floß nicht bauen kann. Yeah! Ja? Hä? Wir hatten doch da 6 Reifen gehabt. Oh, das Spiel verarscht mich, ey. Naja, und da können wir auf jeden Fall schon mal ein Bötchen bauen. Oh, Essen fertig. Okay. So. Lalalala. Zack. Oh, jetzt muss ich mich abkühlen, dann gehe ich ja kurz tauchen. Hui. Ich hab Schiss, dass gleich der Hai kommt. Ja, da ist er schon. Aber da unten müsste noch irgendwo. Hä? Warte mal, da unten müsste was sein. Ein hässlicher, dicker Fisch. Ah, doch, da. Warte mal, da ist noch eine Truhe. Ich trau mich irgendwie nicht so. Ein Schiss hab, dass mich der Hai gleich von der Seite anmacht. Und ich werde sehr, sehr ungern von der Seite angemacht. Warte mal. Mal gucken, was da unten noch rumhängt. Also da ist auf jeden Fall eine Kiste. Da liegen noch die ganzen Kokosnüsse vom letzten Mal. Problem ist, wenn mich der Hai einmal kriegt. Ich glaube, hier haben wir nicht mal eine Truhe. Nee. Oh Gott. Schnell zurück. Weil wenn mich der Hai einmal von der Seite blöd anmacht, ich bin glaub tot. Oder nochmal eine Riesenkrabbe.
Schaut sie aus? Ah, es ist fertig. Okay. So, dann können wir das jetzt nämlich noch vollständig hier wässern. Zack. Und dann weiß ich nicht, ob das jetzt wächst oder was damit passiert. Bis sie in ist. Ja, dann, ja. Das nächste Mal. Gut, dann müssen wir hier noch die Palme. Hier haben wir nämlich noch eine Palme rumliegen. Genau, dann können wir jetzt eigentlich noch kurz rüber. Warte mal, ist das schon fertig? Bist du eigentlich, ja? Gut, wir erinnern uns, dieses Fleisch ist noch nicht fertig. Ja, wir müssen jetzt einfach mal rüber, ne, um andere Inseln zu sehen. Das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Wir können auf jeden Fall noch kurz schlafen gehen. Ja, die Episode ist ein bisschen kurz, um jetzt einfach abzubrechen. Deswegen schlafen wir und wir speichern auch noch kurz. Denn wir sind ja schlau und wir könnten ja sterben. Und wenn wir sterben, dann wissen wir ganz genau, dass wir dann nicht mehr auf diese Insel gehen. Adler aufnehmen, bedienen und... Oh Gott, ey. Also das letzte Mal beim Zeitraffer habe ich mir auch echt schwer gemacht, aber ich muss es ja irgendwie machen. Da wurde mir Web ein bisschen schlecht. Deswegen lassen wir das mit dem Zeitraffer und entweder machen wir hier einen Cut oder wir quatschen einfach. Wir gucken mal. Wir gucken mal, was der Zukunftsmodellbauer hier macht. Ja, der Zukunftsmodellbauer beendet hier das Video. Ich blende euch hier mal kurz eine Szene ein. Wieso? Warum, wieso ist jetzt Nacht? Ja, genau. Als ich angekommen war, war natürlich schon Nacht. Und ich hatte keinen Bock, nochmal neu dorthin zu paddeln. Und deswegen seht ihr diese Reise erst in der nächsten Folge. Naja, in dem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen und auf Wiedersehen! Tschüss.